Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 31. Oktober 2017? Die Scheinbewegung, die Sonne, befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Die Sonne bekommt einen Einfluss von einem Sternbild. Dieses Sternbild heißt Kreuz des Südens. Das wirkt immer noch. Dieses Kreuz des Südens ist im Südhalbkugel sichtbar. Dient auch zum Orientierung, weil in diesem Sternbild, in diesem Kreuz des Südens, befindet sich die Südpol. Das kennen wir auch im Nordhalbkugel. Wir haben auch einen Nordpol oder Polarstern und es befindet sich im kleinen Bär oder man sagt auch im kleinen Wagen. Aber zurück zum Kreuz des Südens. Wir brauchen Orientierung und Sonne gibt auch das Licht, das Bewusstsein dazu. Auch klare Entscheidungen, das ist auch die Lebenskraft und es ist nicht nur die Orientierung, was gerade wichtig ist, sondern diesem Sternbild, dieses Kreuz des Südens wird immer wieder in Verbindung gebracht mit religiösen und spirituellen Themen. Und damit sollten wir vielleicht zurzeit auch bewusst sein. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen, hat eine Verbindung zu Neptun. Die beiden, Neptun und der Mond, hat ähnlichen Essenz. Es hat mit Wasser was zu tun, mit Gefühlen was zu tun, mit unserem Intuition oder Inspiration, aber auch mit Träumen. Also das wird jetzt intensiv sein und wir sollen auf unserem inneren Stimme vertrauen. Und das Energie strahlt gerade die Tierkreiszeichen Fischen aus. In diesem Bereich befindet sich ein Stammbild Fluss Eridanus. Bei den Ägyptern war das die Grenze zwischen Leben und Tod. Aber dieser Fluss Eridanus hat ein Ende. Die Araber und Perser sagten damals, hier ist ein Brunnen. Die nennen auch diese Mondhäuser auch als Wassereimer, weil von diesem Brunnen kann man etwas schöpfen. Und es ist die schöpferische Kraft. Und dieser Fluss Eridanus und Ende des Flusses befindet sich ein Stern Achenar. Und dieser Stern Achenar von Sternbild Eridanus, Fluss Eridanus, bestrahlt heute die Mondenergie. Natürlich bei den Araber Inder gibt auch die Mondhäuser. Und wie ich schon sagte, die nennen das auch als Wassereimer und das ist das schöpferische Kraft, was heute ausstrahlt. Dazu kommt noch die Neptun-Einfluss und gibt die Inspiration und die Träume dazu. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier und hat auch einen Einfluss von Algenib. Diesem Stern Algenib bestrahlt unseren Planet Erde gerade. Und diesem Stern Algenib befindet sich im Sternbild Pegasus. Dieser Pegasus, beschreibt die griechische Mythologie, ist ein Pferd. Aber ein besonderes Pferd, weil dieser Pferd kann fliegen. Der hat Flügel. Und sogar diesem Stern befindet sich im Flügel der Pegasus. Die Aussage ist Befreien von etwas. Das kann auch unserem Ängste sein. Aber noch etwas vermittelt diesem Stern. Nicht niederbeugen. Nicht Ja sagen, wenn wir Nein sagen möchten. Und wir sollen heute unserer Meinung bleiben. Weil das, was uns befreit, beflügelt
und das führt zum Erfolg. Und unserem Planet Erde vermittelt uns ein fester Boden unter unseren Füßen. Damit erreichen wir, dass wir Sicherheit, Stabilität verspüren. Und das strahlt geradeaus die Tierkreiszeichen Stier. Und wie trifft das gesamte kosmische Energie die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Fischen geboren sollen auf ihren inneren Stimme vertrauen. Die Fischengeborenen sollen auf ihren Träumen achten und es ernst nehmen und es in Form zu bringen. Die Fischengeborenen brauchen gerade Lebensfreude, aber auch ein gewisser Rückzug in eigenen vier Wänden, die zu Hause erholen, gemütlich machen. Und das, was die Fischengeborenen gerade Kraft gibt. Und sollen auch bewusst sein an ihren Möglichkeiten, Chancen, damit auch orientieren, weil die Sonnenenergie wirkt sehr gut, gerade für die Fischengeborenen. Auch die Kreuz des Südens natürlich. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen arbeiten zu viel zurzeit. Sie fühlen sich kraftlos oder erschöpft und sie sollen ein bisschen bremsen, das alles. Die brauchen Lebensfreude oder Erholung oder Hobby. Also wichtig ist, die Freizeit schön gestalten, weil das gibt ein Gleichgewicht. Bei Liebepartnerschaft ist wichtig, bei den Wiedergeborenen auch anderen zuzugehen. Oder zuhören oder Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen. Und so schaffen die Ruhe, die Gleichgewicht in Partnerschaft. Die Wiedergeborenen können damit rechnen, dass in den kommenden Tagen ein Neubeginn da ist oder Überraschungen und kommt etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt alles im Fluss. Die Gespräche sollen sie achten, auf anderen zugehen, aber im eigenen Meinung bleiben. Und zurück zu diesem Stern Achernar wirkt direkt auch für die Stiergeborenen im eigenen Meinung bleiben. Und wichtig ist nicht nur Arbeit, sondern auch die Liebe Partnerschaft. Beide Themen sind wichtig, gerade bei den Stiergeborenen. Etwas noch unklar, undeutlich, aber nachfragen, auf anderen zugehen oder zuhören oder Gefühlen zeigen, also selbst auch aktiv sein in beiden Lebensbereichen, auch beruflich, auch in die Liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist immer noch eine Sperre da. Besonders im Bereich Finanzen. Ein bisschen Geduld noch, ab morgen verbessert sich das Ganze und werden die Zwillingsgeborenen von etwas begeistert sein, wo sie dann auch Glück haben, vielleicht nicht heute, aber in den kommenden Tagen, das ist die Liebe-Partnerschaft und haben sie wieder die Begeisterung und auch die Kraft und Mut, etwas Neues starten oder etwas Neues beginnen. Das kann auch die Arbeit bedeuten. Heute ist etwas gebremst. Es läuft nicht so, wie die Zwillingsgeborenen das wünschen und die verlieren gerade die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen befinden sich eine Art Wandlung und das kommt auch in Bewegung, kommt auch im Fluss. Die haben auch gerade Glück und haben gute Chancen auch. Wo vielleicht noch Klärung da ist oder vielleicht nicht so glücklich sind, das sind die Liebe Partnerschaft, ein bisschen Geduld noch, da wird sich auch etwas verbessern. Aber in anderen Bereichen, wie schöne Gespräche, ein wichtiger Termin oder ein Vertrag oder die Finanzen oder die berufliche Situation, da haben sie die Krebsgeborenen gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Chancen beruflich sich weiterentwickeln oder etwas Neues beginnen, etwas Neues starten, aber bitte nicht heute, weil es erscheint momentan etwas unklar oder etwas noch undeutlich oder etwas sollte man noch überprüfen, aber ab morgen ist die Begeisterung und die neue Start da und besonders im beruflichen Situation haben ein Aufstieg oder Chancen beruflich etwas verbessern oder verändern oder Selbstständigkeit starten. Aber in die Liebe Partnerschaft haben die Löwengeborenen auch das Glück.
Die Tierkreiszeichen und Jungfrau geboren sind bodenständig. Sie sollen heute aber eher auf die Gefühle achten, auf ihre Träume, auf ihre Intuitionen. Eher auf Richtung Tierkreiszeichen Fischen schauen, weil da sind die Glück, Möglichkeiten, Chancen. Und innerlich, in ihren Emotionen, sollen sie die Ruhe bewahren des inneren Gleichgewicht. Muss nicht immer alles erklären, sondern heute würde ich raten, alles fließen lassen und in diesem Vertrauen bleiben und auch ihren inneren Stimme, ihre Träume auch vertrauen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen bekommen mehr Klarheit, mehr Orientierung, trotzdem fühlen sie sich noch ein bisschen unsicher. Sie sollen aber selbst die Entscheidungen treffen, weil diese Unsicherheit entsteht dadurch, dass die Einflüsse kommen von außen. Also die Umstände oder andere Menschen verunsichern gerade die Wagengeborenen. Lieber die eigene Meinung bleiben und es auch vertreten oder ihre eigenen Entscheidungen treffen. In den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren, kann ich nur sagen, ist alles super. Die haben Glück, die haben Chancen, die haben Möglichkeiten, es fließt auch etwas, sie haben tolle Ausstrahlung, die haben Erfolg, sie werden wahrgenommen. Also bitte in diesem Vertrauen bleiben, weil das kommt alles super in Bewegung und sie sind im Einklang momentan mit dem kosmischen Energie. Also es ist alles wunderbar bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist eine Sperre da momentan. Aber die gute Nachricht ist, ab morgen wird es besser und kommen unerwartete Ereignisse oder Veränderungen oder Umbrüche. Und es ist sehr schön, sehr gut und es hilft weiter bei den Schützengeborenen. Und es wäre der ideale Zeitpunkt, etwas Neues zu starten. Und dann geht ein Sprung nach vorne. Heute sollen sie noch auf den Finanzen achten und ab morgen ist aber die Begeisterung da und diese Sperre ist vorbei und dann kommt auch die Chancen, das Geld gewinnen oder die Finanzen verbessern. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist etwas im Fluss. Alles, was die Steinbockgeborenen bedrückt hat, im Liebepartnerschaft, in ihren Gefühlen oder in Trennung oder in Kündigung, das ist wie vorbei. Sie fühlen sich zwar noch kraftlos und in die Liebe ist auch nicht der Höhepunkt gerade, aber trotzdem ist eine Vorwärtsbewegung und eine gute Nachricht, ein wichtiger Termin oder ein Vertrag kann auch eintreffen bei den Steinbockgeborenen, was auch eine Vorteile hat. Die Gespräche sind sehr gut. Oder wenn jemand eine Prüfung hat, auch wird auch bestehen. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren brauchen Sicherheit, Stabilität und auch viel Ruhe. Und mit diesem Kraft können sie einiges bewältigen. Ideen haben auch, Möglichkeiten haben auch, aber sie sollen darauf achten, dass sie auch Ruhe brauchen und entweder zu Hause, diese Erholung oder eine meditative Haltung und so bleiben sie dann im Gleichgewicht. In der Liebepartnerschaft erleben sie Glück und Leichtigkeit. Die Gespräche können unangenehm sein, aber hier gilt auch die eigene Meinung vertreten und es ist momentan schwierig, andere davon überzeugen, aber trotzdem nicht nervös sein, sondern einfach das mal so stehen lassen. Kann auch bedeuten, dass die Wassermanngeborenen warten auf ein Nacht. Oder warten auf einen Termin, das kommt noch nicht. Es sind gerade diese Unbeweglichkeit auch möglich. Diese kosmische Energie ändert sich Tag zu Tag, sogar wenn man genau nimmt, Stunde zu Stunde. Beeinflusst unserem Leben, jede Tierkreiszeichen erlebt es anderes und jeder einzelne Mensch noch auch anderes, weil jeder Mensch ist einzigartig und jeder Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und das kann man auch maßgeschnitten berechnen. Wenn Sie Interesse haben, weil Sie einen bestimmten Termin haben, wie das verläuft
oder die Zeitqualität möchten Sie gerne wissen. Wie läuft es in den nächsten Wochen oder Monaten? Oder Sie können auch die Frage stellen, wie wird für mich persönlich Jahr 2018 die Tendenz, die einzelnen Monate, was passiert da? Oder welche sind die günstigen Tage? Wo sind vielleicht noch Hindernisse? Das kann ich alles beantworten. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Ansonsten empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen, was mich selbst auch sehr begeistert. Fragen stellen. All das, was den Alltag betrifft, wie zum Beispiel, liebt er mich noch? Kommt er zurück? Bleiben wir zusammen? Werden wir zusammenziehen? Werden wir ein Kind bekommen? Oder ist sie treu? Kann ich meiner Kollegin vertrauen? Was denkt mein Chefin über mich? Soll ich in diesem Arbeit bleiben? Wie wird die gerichtliche Sache für mich ausgehen? Oder werde ich umziehen? Soll ich diese Reise buchen? Soll ich dieses Buch kaufen? Bin ich spirituell veranlagt? Soll ich die Selbstständigkeit wagen? Und. Es sind Fragen, was den Alltag betrifft, aber es sind auch sehr wichtige Fragen und dazu braucht man keine Analyse. Ich kann aber durch Astrologie, durch die Kunst des Kartenlegens, auch meine medialen Fähigkeiten, all diese Fragen beantworten. Und das können Sie natürlich per E-Mail beschreiben, Ihre Lebenssituation. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.